Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am 12. Mai 10:30 Uhr. Grüße Sie wieder, Christian Kämmerer. Und wir wollen auf den DAX blicken, wie zumeist am Morgen. Und wir sehen hier zunächst links den Stundenchart und hier die gestern angesprochene Wahrscheinlichkeit eines Abpralls hier an diesem Kreuzwiderstandslevel. Und man muss zugeben, das Ganze begann während des gestrigen Handels durchaus schleppend, wenngleich hier dieser Trendlinienbruch eben schon eine weitere Schwäche andeutete, die sich aber über den Tag hinweg nicht wirklich durchsetzen konnte. Wir erlebten gestern einen wahrlichen Range Day, also es gab keine wirkliche Dynamik, der DAX eben leicht schwächer zu Großteilen. Dann jedoch hier am Nachmittag eben mit den schwächeren US-Märkten nahm dann die Bewegung Fahrt auf und wir sind ja mit leichter Verzögerung letztlich jetzt hier am Korrekturziel, am kurzfristigen Korrekturziel von 11.500 Punkten rund gelandet. Wir sehen, dass der DAX hier schon wieder tiefer notiert und heute wieder gut im Minus verweilt. Und ja, es deutet sich hier durchaus ein weiterer Test des Levels hier von rund 11.400 Punkten an. Das heißt, dieses Level sollte man heute hier neben der vorgeschalteten Marke, die wir schon getestet haben, 11.450, die können wir direkt mal rausnehmen, denn hier das Unterstützungscluster, diese Zone hier, die eben herrührt hier von Ende April, Anfang Mai, sehen Sie ja horizontal auf der linken Seite. Diese Zone ist durchaus jetzt hier das nächste Zwischenziel, die der DAX oder das der DAX jetzt vielmehr eben anvisieren dürfte. Die Range dann natürlich schon weitestgehend erschöpft, der DAX ja hier schon relativ gut gefallen nach unten, aber wenn einmal Fahrt aufgenommen, dann weiß man ja bekanntermaßen, dass das Ganze hier noch nicht vorbei sein muss. Also kurzfristig. Der DAX, selbst wenn es hier einen kleinen Rücklauf an 11.500 gibt, hier sicherlich mit der Intention, das Level von 11.400 Punkten anzusteuern, gegebenenfalls auch sogar das Support-Level S1 anzusteuern, welches hier bei 11.325 Punkten zu finden ist. Der Punkt einer weiteren Schwäche der Annahme der gestrigen Intention, dass der DAX wohl weiterfallen dürfte, wurde hier somit bestätigt. Und, meine lieben Zuschauer, es deutet sich eben auch hier eine weitere Schwäche an. Jetzt zoome ich oder scrolle ich mich mal raus aus dem Stundenchart und der kurzfristigen Candle-Betrachtung. Da sehen wir hier ein Level, das ich jetzt mal ein Stück weit nach drüben ziehe. Hier die Zone um 11.230, 11.220. Diese Unterstützungszone scheint mir hier mitsamt des Tiefs, welches wir hier am 7. Mai notiert haben, darüber hinaus als nächstes erreichbar. Also neben 11.325, warum denn auch nicht? Das kann wie gesagt schneller als erwartet gehen oder eben dann sich auch bis morgen hinziehen. Warum denn nicht hier noch eine Etage tiefer? Durchaus denkbar. Also der DAX hier mit dem Versuch, die Tiefs der letzten Woche durchaus anzusteuern. Sieht weiter schwächer aus und das bleibt auch immens der Fall, solange wir unterhalb des Wochenpivots bleiben, 11.538, Schrägstrich, insbesondere unterhalb dieser Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch und natürlich hier dem Widerstandslevel 11.700. Das ist jetzt hier nach oben der Deckel mehr oder weniger und sollte der DAX sich tatsächlich nochmal nach oben erheben können, dann wäre eben hier Zone um 11.660 aus aktueller Sicht und 11.700 Punkte das entscheidende Widerstandslevel. Also der DAX hier wohl weiter im Rücksetzungsimpuls und genau das ist auch das, was wir ja unlängst hier präferiert hatten. Sehr schöne Fahrplanstruktur sozusagen mit dem Impuls vom Freitag hier. Okay, wir testen nochmal das Level von 11.700, Trendlinie bestätigt, schwupps, gestern leichte Schwäche, heute fällt hier nochmal diese große Trendlinie und ein nochmaliger Bruch eines bereits gebrochenen Supports unterstreicht dessen Nichtigkeit. Also man muss jetzt wirklich davon ausgehen, dass die Trendlinie durch ist und eben das spricht dann viel dafür, dass wir neben 11.325 eben dann auch hier die unlängst erreichten Tiefs aus der Vorwoche ansteuern. Dann haben wir auch hier den EMA 100 schon zu liegen und es bleibt im Prinzip dabei, der blaue Pfeil erhält seine Wertigkeit. Es müsste eigentlich weitere Tiefs geben. Mir scheint es noch nicht so, als wäre der DAX fertig nach unten und insofern bleibt die Talfahrt wohl oder übel intakt. Ob es hier tatsächlich im Laufe der nächsten Tage, Stunden, Monate, Wochen, wir wollen uns nicht genau darauf fixieren, aber auf jeden Fall mit Blick auf die kommende Zeit, sogar zu einem Pullback in Richtung 10.000 Punkte kommen, auch das will ich nicht ausschließen, denn wir haben jetzt aufgrund des starken Impulses und da hatten wir auch unlängst schon eine Analyse zu getroffen, der DAX eben vom Oktobertief bis zum Höchststand knapp 50% gestiegen. Schauen Sie mal hier hin, da standen wir noch im Bereich 8.400 Punkte.
All-Time-High im Bereich 12.400. Wir reden hier über 4.000 Punkte Performance in, ja, ich sag mal 6 bis 7 Monaten und das eben hier noch gleichzeitig 50%. Das ist eine Hausnummer. Hier muss der DAX erstmal durchschnaufen und meines Erachtens ist das jetzt eingeleitet worden mit dem Rückfall hier in den Trendkanal, mit dem Ausbruch jetzt unlängst und es deutet sich eben hier eine weitere Schwäche an. Das werden wir gegebenenfalls heute nochmal in einem größeren Big Picture zum DAX nochmal unter die Lupe nehmen. Ich, meine lieben Zuschauer, verabschiede mich jetzt erstmal, wünsche Ihnen einen guten Trade für den Fall, dass Sie beim DAX Short sind. Wenn nicht, es wird sicherlich noch einige Möglichkeiten geben. Alles andere wird sich erst relativieren in Sachen bullisches Momentum, wenn der DAX über 11.700 Punkte aktuell hinauszieht. Unterhalb dessen bleibt hier grundsätzlich der Bär im Vorteil. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, wünsche ich noch einen schönen Resttag. Wir hören uns später wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.